Es ist schon wieder soweit. Ubisoft hat die Änderungen des Mid-Season-Patches vorgestellt. Und das sind leider gar nicht mal so viele. Und zwei davon wirken auch ein wenig suspekt. Was sich alles tut, schauen wir uns jetzt an. Wir starten mit ein paar Visieränderungen. Oryx sowie Kapkan verlieren ihr 1,5-fach Visier und Warden bekommt seines auf der MP5K zurück. Oryx und Kapkan sieht man aktuell wirklich oft. Das gilt sowohl für Ranked als auch für Competitive und ebenso für alle möglichen Plattformen. Besonders auf Konsole gehen die beiden richtig steil. Oryx ist der meistgespielte Verteidiger und Kapkan der meistgebannte. Das 1,5-fach Visier ist nun mal das Meta-Visier. Wenn man einen Verteidiger zum Fraggen picken möchte, schaut man zuerst auf die Visierauswahl und danach erst auf die grundlegenden Waffenstats. Und bei der T5 von Oryx bekommt man sogar beides. Etwas Ähnliches gab es bereits 2020, als das 1,5-fach Visier eingeführt wurde. Damals durfte nämlich Legion das auf seiner T5 mitnehmen und es hat nicht allzu lange gedauert, bis das wieder entfernt wurde. Die Fähigkeit von Oryx ist sicherlich ganz nett, aber den spielt man primär wegen der Bewaffnung. Klar, Siege ist ein Shooter. Da ergibt es durchaus Sinn, dass man auch auf die Waffen schaut. Trotzdem geht der taktische Aspekt zuletzt immer weiter zurück und dagegen möchte Ubisoft dieses Jahr vorgehen. Und ja, Balancing anhand der Visierverteilung ist erstmal nicht falsch. Das plumpe Geballer bekommt man kurzfristig nicht gesenkt, indem man seine Fähigkeit nerft. Das Problem ist so offensichtlich, warum sollte man das ignorieren und etwas anderes ändern? Auf Dauer ist das trotzdem keine Lösung. Mittlerweile nervt mich dieses Hin und Her bei den Visieren nur noch. Alle paar Monate wird irgendwas neu verteilt. War Mai jetzt auch nicht der erste Operator, der sein 1,5-fach Visier zurückbekommt. Das gab es vor einiger Zeit schon bei Frost. Das ist leider ein Thema, welches Ubisoft nicht so richtig in den Griff bekommt. Da wir bereits bei Vamai sind, zur Midseason von Solar Raid wurde der Rückstoß der AUG erhöht und seitdem liegen die Pickraten der MP5K und der AUG recht nah beieinander. Im Ranked wird Vamai trotzdem nur in jeder 10. Runde gespielt. Jäger ist wiederum der Verteidiger, den man am meisten sieht. In Competitive sieht das allerdings ganz anders aus. In vielen Ligen sind Vamai und Jäger gleich auf. Die Meta ist sehr dynamisch geworden, man bewegt sich viel, weshalb die Magnetsysteme in einigen Situationen praktischer als die statischen ADS von Jäger sind. Da Rank bei der Meta aber gefühlt immer ein Jahr hinterherhängt, ist das dort wohl noch nicht so angekommen. Ich muss sagen, diese Änderung fühle ich leider gar nicht. Wahrscheinlich wird es jetzt so sein, dass die meisten die MP5K spielen, sprich die AUG wieder zu schwach ist und die ganze Prozedur von vorne beginnt. Wir drehen uns regelrecht im Kreis. Eine Visieränderung habe ich jedoch noch nicht erwähnt, denn Tachanka bekommt ebenfalls was geschenkt. Der erhält das 1,5-fach sowie das 2-fach Visier auf seiner VSN. Insgesamt wurden bei zwei Roamern die Zoomstufen entfernt und stattdessen einem Anker und einem Hybrid-Operator Viva Mai gegeben. Bei Tachanka passiert aber noch mehr. Sein Shumika-Werfer verfügt zukünftig über 20 Granaten, kann allerdings nur noch 5 davon maximal laden. Zur Erklärung hat Ubisoft eine Grafik bereitgestellt, die grundsätzlich echt nett ist, sich aber trotzdem nur teilweise auf die Praxis übertragen lässt. Die Goyo-Kanister werden in der Regel nicht alle nebeneinander platziert. Dafür haben sie den Vorteil, dass auch andere Spieler diese auslösen können und nicht nur Goyo selbst. Mit den 20 Granaten kann Tachanka theoretisch bis zu 120 Sekunden rausholen, bleibt jedoch weiterhin sehr unhandlich und langsam. Tachanka widerspricht quasi komplett der aktuellen Meta. Dazu sollte man auch fragen, macht das überhaupt Spaß, wenn man die ganze Zeit nur am Nachladen ist und sich darüber aufregt, dass die Brandgranaten nicht so landen, wie man es gerne hätte. Ich persönlich würde sofort auf ein paar der Brandgranaten verzichten, solange man sie insgesamt etwas stärker macht. Ich glaube, so wirklich viel ändert dieser Patch nicht. In den Nischensituationen, in welchen er bereits gespielt wurde, wird Tachanka etwas besser. Es kommen allerdings nicht viele neue hinzu. Die extra Zoomstufen sind aber definitiv interessant. Die Rauchbolzen von Capitao halten nun genauso lange wie Rauchgranaten, 11 statt 9 Sekunden. Das hatte ich mir sogar in meinem letzten Q&A-Video gewünscht. Und die Änderung ergibt auf jeden Fall Sinn. Sie erfüllen den gleichen Zweck wie Rauchgranaten und sind sogar eine Spezialfähigkeit. Warum sollten die dann kürzer halten? Teilweise waren die 9 Sekunden für einen Plant ziemlich knapp.
Der Plant selbst dauert 7 Sekunden lang, doch bis man erstmal reagiert hat, vielleicht möchte man 2 Bolzen abfeuern und dann auch muss man auch bis zum Plant-Spot hinkommen, da vergeht ebenfalls ein bisschen Zeit. Man hatte recht wenig Spielraum und das ist jetzt besser, gefällt mir. Zum Schluss wird der verlängerte Lauf abgeschwächt, der erhöht den Schaden nur noch um 12 statt um 15%. Der verlängerte Lauf hat sich generell als guter Aufsatz etabliert, ohne dass man ihn automatisch überall draufpackt. Dennoch war sein Status zu hoch. Sobald der Rückstoß einer Waffe eher unproblematisch ist und man Richtung verlängerter Lauf und Schalldämpfer schaut, hat man in der Regel doch den verlängerten Lauf bevorzugt. Für die Fälle möchte Ubisoft die Entscheidung erschweren. Außerdem kann die Kommando von IQ und Grimm keine Two-Armor-Operator mehr mit 2 Treffern ausschalten. Kommen wir zum Fazit. Die Anpassungen an Tachanka und Vamai begeistern mich nicht so sehr. Den Rest finde ich tatsächlich aber echt gut. Trotzdem wirkt das nach ein bisschen wenig, oder? Bereits zum Season-Start gab es kaum Balancing-Änderungen. Man muss natürlich so fair sein und anmerken, dass manche Fälle wirklich schwer einschätzbar sind. In Competitive wird aktuell viel über Azami und Solus diskutiert. Azami hat schon seit längerem eine hohe Bann- und Pickrate. Bei Solus schwanken die Zahlen zwischen den Ligen tatsächlich noch ein bisschen. Da ist das nicht so deutlich. Und im Ranked sind die Zahlen sogar vollkommen im Rahmen. Trotzdem gibt es ebenso Fälle, die ziemlich offensichtlich sind. Wie Yana oder die Masse an Operatoren, die seit Ewigkeiten kaum eine Rolle spielen. Insgesamt habe ich jedoch mehr erwartet. Und ja, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Und das Q&A-Video habe ich nicht vergessen, nur hatte das hier erstmal Vorrang. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.